So abzweigen. No, sieht so aus. Da stehen sie alle und warten. Oh oh. Meine Königin, bitte helft uns. Das stammt von meiner Schwester. Warum bringt ihr es zu mir? Diese hier entschwindet uns. Unsere Pflicht ist grausam. Viele sind verloren. Was macht ihr Schoßtier so wertvoll? Wer an ihrer Seite geträumt hat, erwacht mit so viel Freude und Frieden aus einem Schlaf voller Wunder. Wenn sie stirbt, dann stirbt alles Smaragdgrüne mit ihr. Einige müssen wir opfern. Andere müssen gerettet werden. Wenn wir das vergessen, wird nichts mehr übrig sein, außer leeren Hüllen und Trauer. Ist wieder da. Isera ist wieder da. Und wenn es auch nur hier unten in den Schattenlanden ist. Ich glaube, sie hat ihre Anima gegeben dafür. Ich kann gar nicht richtig gucken. Man sieht nur Blüten und Blumen. Die Dürre bedroht uns alle. Die Winterkönigin richtet ihren Blick auf euch. Wie sonderbar, jemanden wie euch in meinem Wald zu sehen. Du hast mich vorhin schon mal gesehen, beziehungsweise unlängst, sag ich mal. Und du hast mich kaum beachtet. Wir waren sehr erstaunt, weil wir eigentlich wichtige Botschaft gehabt hätten. Ich erwache erneut. Doch in einer Welt, die nicht die meine ist. Ihr wurdet im Ardenwald wiedergeboren, Kind der Träume. Ihr seid an dieses Reich gebunden und teilt sein Schicksal. Ist sie nicht begeistert, Isera? Ja, okay, sie sollte ja eigentlich Azeroth schützen. Schwierige Entscheidungen sind uns nicht fremd. Mein Hofstaat berichtet mir, dass ihr eine wichtige Botschaft habt. Tragt sie bitte vor. Jetzt erst! Jetzt erst! Wie lange dackeln wir schon im Ardenwald herum? Übergebt die Botschaft des Primus der Winterkönigin. Sprecht und der Wald wird zuhören. Die Königin betrachtet euch mit festem Blick.
übergibt die Nachricht des Primus. Der Wald wird euch beobachten, mein alter Freund. Nach Äonen sind unsere schlimmsten Ängste wahr geworden. Wenn der Verbannte sich regt, gibt es womöglich eine noch größere Gefahr als diese Dürre. Kommt, Sterblicher, kommt zu mir an meinen Hof und seht das Herz des Waldes. Dann sprechen wir weiter. Dann darf ich jetzt wahrscheinlich rein. Deswegen hat es mich vorhin rausgebeamt, weil ich nicht die Erlaubnis hatte. Guck mal, wie schön das hier aussieht im Radar. Ist das eigentlich auch dieses, fast dieses Sternbild von Isera, oder? Sieht man hier jetzt gar nicht so. Und was ist das da? Ein Portal. Sieht doch sehr nach Portal aus. Wir wissen es nicht. Noch nicht. Oh, ihr könnt alle wieder weggehen. Das ist Schauspiel ist vorbei. Ihr könnt euch alle wieder auf eure üblichen Plätze begeben. Wie sie noch alle gucken. Okay, aber wir dürfen wohl jetzt an den Hof. Ich denke mal, auf der Seite gibt es auch einen Eingang. Wo ich dann vor der Türe stand. Oder auf dem Vorplatz. Das sieht auch aus wie eine große Kapsel, die aber ziemlich tot aussieht irgendwie. Oder? Na, guck mal, das ist eine ganz dicke, verwucherte Samenkapsel. Ah! Ups! Man sollte nicht nach oben in die Luft schauen, wenn man nicht weiß, was unter den Füßen sich befindet. Sehr leichtsinnig. Da war ein Loch. Ich gewähre euch eine Audienz, Sterblicher. Welche Ehre, ja, Eure Majestät? Der Hof, das Herz des Waldes, ist kritisch für den alten Wald und den Schutz der anderen Reiche. Okay, das ist dann die Samenkapsel. Vor langer Zeit haben wir mit seiner Magie jegliche Flucht aus dem Schlund verhindert, auf dass der Verbannte ewig gefesselt sein würde. Das Herz ist durch die Dürre verkümmert. Seine Kraft muss gestützt werden. Obwohl kaum noch Anima bleibt, um unsere Heile zu retten. Eine unmögliche Entscheidung. Und doch muss sie für den Kreislauf getroffen werden. Ach, das ist ja dann irgendwie schon so ein bisschen wie, als wir das Herz von Azeroth genährt haben mit Azerith. Dann ist es jetzt halt Anima und dann müssen wir das Herz des Waldes nähren oder halt die Welten. Schätze ich mal, jede von diesen einzelnen Welten hat ja auch ihren Anima-Mangel. Der Ardenwald möchte euer Gesuch anhören. Der Verbannte regt sich und die Macht des Ardenwaldes welkt in der Dürre dahin. Ein Ringlein. Finstere Vorzeichen. Ich habe die wenige Anima, die wir besitzen, zur Rettung unserer Heine und der von ihnen genährten Geister verwendet. Wir haben so viele verloren. Das Herz des Waldes wurde dabei immer schwächer. Den Verbannten im Schlund festzuhalten, wird mehr Anima erfordern, als der Ardenwald entbehren kann.
Die Königin denkt einen Moment nach. Graf Denatrius ist ein Meister der Anima-Extraktion. Geht nach Revendreth und berichtet ihm von unserer Zwangslage. Ich weiß, er wird uns unterstützen. Eure Verbündeten in Oribos können den Weg freimachen. Kehrt zu Talinara in Oribos zurück. Und? Euer Weg führt weiter, Sterblicher. Wisset, dass ich und der Arvenwald euch zur Seite stehen. Und Isera steht in ihrer Zeit verstreicht. Dieser Ort doch ist der neu Traum und doch fühle ich mich, als wäre ich schon mal hier gewesen. Naja, das ist ja so ein Traum. In ihrer menschliche Form ist sie ja nicht nachtelfischen Form da. Was werdet ihr jetzt tun? So viel ist während meiner Abwesenheit passiert. Es wird Zeit brauchen, bis ich wieder in ich selbst bin, falls das überhaupt möglich ist. Dank Luna, dass ihr mich gerettet habt. Jeder Traum birgt einen Albtraum. Bleibt ein Weilchen und jeder Albtraum endet einmal. Ich fühle mich diesem Reich tief verbunden. Und doch steige ich in meinen Träumen über Azeroth auf. Ihr seid wie ich, an die Königin und den Ardenwald gebunden. Doch beneide ich euch um eure Träume. Die Sehnsucht in eurer Stimme spricht von Verlust. Meine Welt wurde von der brennenden Legion zerschmettert. Es ist nichts als Asche von ihr übrig. Jetzt ist dieser Wald meine Heimat. So soll es sein. Wir dienen dem Zyklus und die Königin leitet uns. Aber auch der Ardenwald ist bedroht. Ich sehe die Schatten an seinen Rändern. Sie dringen in ihn ein. Ja, und mit eurer Hilfe drängen wir sie zurück. Da habe ich keine Zweifel. Danke, Alioth. Danke für euren Rat und eure Freundschaft. Die Zähne hier. Okay. Also ich denke mal, das wird hier wohl das Haus sein, für das ich mich entscheiden werde. Oder ist eigentlich, die Entscheidung ist schon gefallen. Das ist einfach zu Luna am allerbesten. Was ich schön finde, ist, dass das jetzt wieder leuchtet. Vorhin war das halt komplett braun, ne? Weiß nicht, ob das nur ein Fehler war oder ob sie einfach wieder Anima da reingeleitet hat jetzt. Oh, hier können wir nicht reiten, hier drin. Aber wir könnten ja mal hier unser Füchsle benutzen. Uns ein bisschen umschauen. Also im Keller sind, glaube ich, die ganzen dass man halt so wieder alles sich verdienen kann und so. Mythisch. Okay, Cecily. Observatorium der Königin. Das erschließt sich dann immer erst, wenn man dem Pakt dann beigetreten ist, denke ich. Okay, dann gucken wir gerade mal, was es noch zu tun gibt. Können wir jetzt diese Quest hier Seidenknappheit annehmen? Sonst hätten wir hier alle Quests erledigt. Das müsste dann hier sein. Nee, ich glaube, das kriegen wir erst. Wenn wir dazu gehören. Nee, also das müsste schon hier zu sehen sein irgendwo, aber diese. Also entweder im Keller oder sonst wo, ich aber nicht hier. Okay, das heißt, wir pocken uns zurück nach Oribos und gucken, was uns in Revendreth erwartet. Das Einzige, was es noch gibt. Und in die Inni können wir ja leider noch nicht.
ein Ringlein. Und schwips. Was auch unser GS schon wieder ein bisschen hebt. Wenn wir jetzt lauter 140er kriegen, Sachen. Mal gucken. Und eine 55 brauchen wir, okay. Da müssen wir schon noch ein bisschen mehr Glück haben bei manchen. Quest haben wir nicht. Und da ist es dann schon wieder 126 habe ich. 144. Und für die hier brauchen wir alle 144. Das ist ein bisschen Arbeit. Jetzt düsen wir erstmal zurück. Hier gibt es erstmal nichts mehr für uns. Außer wir könnten natürlich noch erkunden. Aber ich denke mal, das kommt noch im Laufe der Story sowieso noch. Wenn man die roten Ausrufezeichen so anguckt. Jetzt fehlt natürlich noch er hier. Oh, was will denn der Gastwirt von mir? Ihr ehrt mich mit eurer Aufmerksamkeit. Das ist wahrscheinlich jetzt was, weil ich 60 bin, könnte ich mir vorstellen. Wir gucken es uns mal an. Willkommen, meine Liebe. Ich erkenne an eurem Gewand, dass ihr eine recht geschichtsträchtige Vergangenheit haben müsst. Da sind viele einzigartige Relikte, die einer weit gereisten und kampferfahrenen Person angemessen sind. Es gibt diejenigen unter uns, die großen Wert auf solche Dinge legen und sich bereitwillig von ihren eigenen Wertgegenständen trennen würden, um einen Eindruck von dem zu bekommen, was ihr finden könnt. Lasst euch von eurer Neugierde zu den dunklen Flur gegenüber der Kochtöpfe im Nebenraum leiten. Dort unten werdet ihr Antworten finden. Meldet euch bei Finder Tarsul in Oribos. Tod ist die ultimative Transaktion. Das klingt jetzt gerade so ein bisschen wie Archäologie-Dingens. Das hat mir nämlich jetzt noch gefehlt. Irgendwie die Möglichkeit Archäologie. Oder nochmal was anderes. Da gibt es nämlich hier keinen Lehrer. Und hier waren wir ja schon mal unten und haben gedacht, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Schatzkammer und ein Portal und so. Mal gucken, was es hier mit auf sich hat. Wie kann ich helfen? Ah, Tarella hat euch wohl geschickt. Wir benötigen eure Dienste. Glaubt mir, es wird euer Schaden nicht sein. Ah, nee, das ist jetzt was, was uns dann in die Innis wieder schickt, ne? So können wir da gerade nicht hin. Dummerweise. Das ist eine Schande, was der armen Markgräfin Stradama widerfahren ist. Ganz unter uns. Sie war einst eine unserer höchst geschätzten Handelspartner. Dinge, die in Maldraxxus verloren gehen, finden sich üblicherweise am Grund ihrer verseuchten Teiche wieder. Ihr hättet nicht vielleicht Interesse daran, unsere Handelsbeziehungen an ihrer Stadt fortzusetzen? Wir würden uns dafür natürlich angemessen erkenntlich zeigen. Ich bin mir sicher, dass sie in ihrem gegenwärtigen Zustand wenig Verwendung für diese Dinge hat. Beschafft eines von Stradamas verschwundenen Geschäftsbüchern von Markgräfin Stradama in Seuchensturz. Ich nehm's mal an. Also, es sieht ja aus wie eine richtige Quest und nicht irgendwie wie eine Daily. Die Generäle von Ravendreth sind mit feinsten Waffen und Rüstungen ausgestattet, die von Graf Denatrius in seinen unstillbaren Hunger nach Macht bereitgestellt wurden. Was profitable Geschäfte und Handel betrifft, hat er uns teilweise übervorteilt. Es wäre mir eine große Freude, wenn ein paar der Dinge, die ihm mehr Vorteile als uns verschafft haben, zurückgebracht werden könnten. Es gibt nur wenig, das für meinesgleichen demütigender wäre. Was aber auch bedeutet, dass, aber das sieht man ja immer schon am Ladebildschirm, dass auch der Graf Denatrius zur dunklen Seite, sage ich jetzt mal, halten wird. Man sieht es am Ladebildschirm, dass eben der, oh Gott, wie hieß er denn? Steht rechts und wie heißt er denn, Gefängniswärter und die Winterkönigin und die Kyrianer, die stehen nämlich links bei der Richterin. Also von dem her denke ich, dass das dann halt so die zwei Wagen sind, hell und dunkel sozusagen. Ach, ich muss wieder hoch. Gibt's hier nichts jetzt noch für mich zu? Da ist irgendwas. Gucken wir mal rüber.
Eine Quest noch, aber das ist wahrscheinlich auch eher so eine, die aus dem Level 60 resultiert. Obwohl, Meister der Konflikt, das war immer Schall des Konflikts. Ist das dann PvP? Ich guck alles mal rein. Ist verhandelbar. Ja, da muss man dann wieder bis zur nächsten andere Spieler um die Ecke bringen und das für ist ja nicht so meins. Hab ich nur das Beste. Euer Konflikthunger ist ein Thema, über das hier in Oribos viel diskutiert wird. Nein, ich bin nicht konfliktfreudig, hier Ehre und so. PvP. Ihr habt ein Schnäppchen gemacht. Gut. Gucken wir uns bei Gelegenheit vielleicht genauer an, aber im Moment. Wir machen erstmal die Main-Quest-Reihe weiter. Und wenn wir das dann haben, dann wird sich wahrscheinlich sehr viel weiteres noch eröffnen. Dalinara, hallo, du wartest ja schon hier ich auf mich. Ich spreche für die. Was ist im Ardenwald geschehen? Erzählt mir alles. Revendreths Effizienz im Extrahieren von Anima ist wahrscheinlich unerreicht. Vielleicht können sie helfen, wo das sonst keiner vermag. Ihr müsst jedoch wissen, dass zwar manchmal Seelen aus Revendreth zurückkehren, sie jedoch nie mehr so sind wie vorher. Es ist ein dunkles Reich, in das die Richterin jene schickt, die sie eine Chance auf Erlösung als würdig erachtet. Ihr Pfad ist allerdings beschwerlich. Kashia wird euch dabei helfen, das Tor nach Revendreth zu öffnen. Trefft ihn im Ring der Übertragung. Reist nach Revendreth. Gesegnet sei ihre Stimme. Letzte Portal. Diesmal steht auch niemand da, der sagt, komm, drück mal. Denn sie gehen davon aus, dass wir inzwischen wissen, wo es lang geht. Ah, doch, jetzt. Jetzt ploppen sie auf. Also ich glaube, manchmal lädt sie ja auch so ein bisschen lahm, oder? Nee, in Oribos ist ja auch viel los. Ja, dann schickt mich mal hin, da in dieses rote, gefährlich willkommen aussehende Portal. Hat mir das Grüne, das Giftgrüne noch ein bisschen besser gefallen. Ich bin bereit. Ups, mit Fehlermeldung, warum auch immer. Versteck mal die Instanzquests, die wir nicht immer am Auge haben. Die auch mal. Damit wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können. Oh, da sieht's. Eben rot, dann blau. Und jetzt so rot-blau gemischt. Aber sieht halt auch cool aus, gell? Das ist natürlich jetzt so ein bisschen wie ein Drust war, glaube ich. Von der Stimmung her. Ist das? Eine Meister, neue Seele? Meister, die Kreatur ist ich da. Habe lange keine mehr gesehen. Knüppelfratze. Die sieht aber komisch aus. Wahrscheinlich, weil sie noch lebt. Seid nicht gefühllos. Willkommen, verdammte Seele, in Revendreth. Eurer letzten Hoffnung auf Erlösung. Hier entlang, bitte. Oh, man wird sogar empfangen. Würde was geben, um die Reiche zu sehen, die ihr gesehen habt. Ah, bitte entschuldigt die aktuellen Zustände. Normalerweise wäre ein Vente hier, um euch willkommen zu heißen. Es ist nur schon länger niemand mehr durch dieses Tor gekommen. Aber das macht nichts. Schließlich kenne ich die Begrüßungsansprache besser als eine morgendliche Auspeitschung. Gott. Nun, ihr seid nicht wie die anderen. Eigentlich müsstet ihr tot sein, bevor ihr hierher kommt. Aber nun gut. Sünde bleibt Sünde und Stein bleibt Stein, wie es so schön heißt. Dann wollen wir euch mal euren Sündenstein besorgen. Hier entlang, bitte. Sündenstein? Seid so gut. So als neu eingetroffene Seele müsst ihr wissen, dass dies ein Ort der Peinigung und Sühne ist. Nur keine Angst. Wie ihr an all den Sündensteinen seht, ist der Weg zur Erlösung erreichbar. Jeder dieser Sündensteine steht für eine Seele, die zu uns gekommen ist, sich von ihren Sünden gereinigt hat und dann weitergezogen oder uns als Ventier beigetreten ist. Sündenstein. Sündenstein wäre ein Grabstein, oder? Da, das da. Würde ich jetzt sagen.
Und das ist mein Sündenstein. Tyrannenseele, fanatische Seele. Bewahre des Schicksals Maneo. Okay. Nun ist es Zeit, die Taten der Toten auf einer steinernen Leinwand festzuhalten. Über lange Zeit werden die Lasten einer Seele durch Reue und die erwählten düsteren Pfade erschaffen und verstärkt. Sterbliche kann dies ewig wirken. Doch endlose Wesen wissen, dass selbst im Stein gemeißelte Worte verblassen und selbst unverzeihbare Taten wieder gut gemacht werden können. Erfahrt mehr über den Meister. Da hinten ist ein Rad. Das letzte Urteil fällt der Meister. Er hat hier das Sagen. Er heißt die Seelen willkommen, die zu Ventir werden sollen. Den Peinigern und Fressern der Sünden. Da unten leuchtet was. Der Meister. Ah ja. Seine... Ups! Du sollst dich nicht umdrehen. Seine Statue. Schick aus. Okay, soll ich jetzt hier klick? Lese. Graf Denatrius, Meister von Revendreth, König der Ventir, Erstblütiger, Kommandant der Steingeborenen, Reißzahn der Schattenlande. Sehet seine Majestät und weint, denn alles, was ihr vor euch seht, existiert nur dank seiner Hüte. Und was schwebt da oben? Strecker. Und der Ra ist hier unten in der Gruft, oder? Es gibt wenige, die nicht an ihrer Erlösung arbeiten wollen. Oder denen ihr Sündenstein nicht gefällt. Oder die einfach nur Taugenichtse sind. Die werfen wir raus. Den Schlund hinab, das war's dann. Lebt nur diese arme Seele. Für ihn gab's die letzte Verwarnung. Wieso sehen sie ja aus wie Schlümpfe, ne? Gibt nicht einmal seine Fehler zu. Er hält sich immer noch für wichtig. Er hier. Die trotzige Seele. Und der Gnadenvollstrecker. Oh, okay, da liegt was. Verzweifelter Wendt hier. Das ist die trotzige Seele. Würde mich nicht wundern, wenn das auch wieder jemand ist. Erhaltet ihr ein. Werdet mein Wort, das ist ein Geschenk. Oh Gott, nicht alle durcheinander. Schnell, macht euch vorzeigbar. Der oberste Kämmerer ist hier. Werde mich nicht unterwerfen. Sagt es dem Meister, wenn ihr ihn seht. Ich widersetze mich. Ich widersetze mich euch allen. Ich war ein Herrscher. Ich stehe über euch, schmutzige Bauern und Kreaturen. Geht jetzt. Bin gespannt, wer das ist. Der oberste Kämmerer schreit, haltet ein, das ist ein Gast, kein Angeklagter. Wie mache ich mich denn vorzeigbar? Ich muss erstmal irgendwo abgeben. Da hinten. Und wie komme ich in den Keller, zu diesem Ra? Ja, vielleicht. Den wollen wir uns doch gleich mal angucken. Entsühnerin Melan? Ihr dort, ich benötige Hilfe bei der Absolution dieser Seele. Macht eure Klinge bereit. Aber auch kleine. Das ist schon so ein bisschen die Gegenfraktion zu den Kyrianern, oder? Also die tun auch irgendwas absaugen. Kommt gern näher. Und sie läutern, sagen wir mal so, aber halt wahrscheinlich auf eine etwas lichtlosere Art und Weise. Ich muss jetzt einfach nur warten. Jetzt erstmal wegmachen. Der Koloss. Das ist der Meister. Oh, da mag ich nicht drin stehen. Wie? Hey.
bin nun schon mal sehr froh, dass ich jetzt schon mal 60 bin. Nicht mehr irgendwie was Skaliertes. Emotionale Rückstände gab es da vorhin. So, aber jetzt noch in letzter Sekunde gestunt hier. Meine lieben Pets. Handschuhe und ein Ring, aber die Handschuhe wieder nichts für mich. Stöffle und entzieht einem Gegner seine Vitalität, was ihm 20 Sekunden lang alle 5 Sekunden 800 Schattenschaden zufügt und euch dabei jeweils ein Life Leech. Dauer ein Tag. Okay. Und die entzogene Seele wandelt von dannen. Ups. Gut. Jetzt müssen wir mal gucken, wo es hier weitergeht. Oh, da ist auch ein Schatz. Irgendwo. Hi, Schatz. Natürlich gut bewacht. Wie soll es auch anders sein? Mit irgendwelchen ekligen Viechern. Immer nicht genug Fokus, warum auch immer. Früher hat der besser gereicht. Ja. Jedenfalls bin ich nicht so oft. Entweder bin ich einfach ungeduldiger gerade und will, dass es schnell alles stirbt. Oh Gott. Da ist ein Respawn. Ich will doch nur die Kiste. Die neidische Seele. Die wird wahrscheinlich dann auch noch aggro. Nein, nein, das ist mein Schatz. Ich wusste es. Meins, meins, meins. Her damit, her damit, her damit. Mein Schatz. Oh, jetzt liegen sie eh dahin, Ritualistendolch. Dann hauen wir mal ab hier. Was haben wir denn da geholt? Was ist denn das? Ein Spielzeug. Gewährt euch einen neidischen Schimmer, damit ihr wie ein großer Jäger von früher aussieht. 2 Stunden habe ich den kleinen. Spiegel der neidischen Träume. Mal angucken. Ah, guckt mal. Da haben wir die alte Rüssi an. Okay. In den Kleiderschrank lesen. Oh, eine Kutsche. Wo kommt die denn her? Die oberste Kämmerer. Soll ich da gleich mitfahren? Das sieht auch nicht sehr vertrauenserweckend aus, der Herr. Kann ich euch helfen? Hoffentlich haben euch diese elenden Kreaturen nicht mit ihren dümmlichen Gefasel gelangweilt. Doch sehr. Der große Graf Denatrius, seines Zeichens Meister von Revendre und König der Venteur, hat mich, seinen getreuen Kämmerer, gebeten, euch sicher in seine persönlichen Gärten zu geleiten. Ein solches Privileg wurde vor euch noch keinem Sterblichen zuteil. Ihr solltet euch zutiefst geehrt fühlen. Kommt, begleitet mich in der Kutsche und wir fahren auf die stilvolle Art zum Schloss. Fahrt mit der Dunkelhafenkutsche. Kommt, lasst uns von hier aufbrechen. Mal die Map anschauen. Okay. Let's go! Mal wieder oben hinten drauf sitzen. Yep. Oh, nein, wir dürfen vor. Hä? Also, okay. Ich bin ganz innen drin. Ich bin gefangen. Ich dachte, er darf hier sitzen. Mittlerweile habt ihr sicher von der Anima-Dürre gehört, die unsere Realität heimsucht. Wir werden diese Herausforderung mit Würde trotzen. Und dem Meister vereint den Rücken stärken. Revendreth bleibt standhaft. Oberster Kämmerer, da vorne ist Tumult. Sieht aus wie ein Kampf.
Rebellen. Fahrt über oder durch sie hindurch. Sie würden nicht wagen. Oh oh. Was im Namen des Meisters? Ach, du Schande! Dieser Sterbliche wird keine weitere Marionette des Meisters. Er ist auch euer Meister, Verräter. Lasst uns sofort frei. Wie ihr wünscht, oberster Kämmerer. Oh oh. Freilassen, sofort freilassen heißt Absturz. Und ich? Schnapp mich! Ne, ich bin auch unten aufgeschlagen. Ich liebe noch. Jetzt habe ich gedacht, der, was war das eigentlich? Der würde mich jetzt noch auffangen irgendwie. Und die Kutsche ist natürlich Matsch und, die Kollegen, also er lebt noch. Erschaffer? Ah, gut, ihr seid noch nicht tot? Habt ihr gesehen, wo der oberste Kämmerer und Knüppelfratze gelandet sind? Nö. Oh, das ist schlecht, sogar richtig schlecht. Jedes Mal, wenn es einer der Jungs nach hier unten schafft, kommt er nicht wieder hoch. Alles, was hier runterkommt, bleibt auf irgendeine Weise hier. Ich möchte euch etwas vorschlagen. Ihr seid ja eine Schlundgängerin. Findet ihr doch Knüppelfratze und den Kämmerer. Während ich diese Kutsche hier in Schuss bringe, damit wir alle von hier verschwinden können, bevor sich irgendwas über uns hermachen will. Findet Knüppelfratze und den obersten Kämmerer. Helden, gut. Ihr sucht die Jungs und bringt diese Kutsche in Schuss. Und lasst euch nicht fressen. Ich denke, du machst die Kutsche wieder ganz. Wobei, die sieht jetzt nicht so aus, als ob man die wieder reparieren könnte, oder? Nun ja, wir werden. Man denn da hin? Steht jemand rum und will was? Sterblicher! Hier drüben! Wo ist dies? Nadia! Ihr sucht eindeutig die Beste. Eine Sterbliche in Revendreth. Sieh an, sieh an. Ihr seid wie geschaffen, um bei risikoreichen Abenteuern mit von der Partie zu sein. Ihr dürft mich Nadia Nebelklinge nennen und ich bin, wenn ich das in aller Bescheidenheit sagen darf, die beste Duellantin, die jemals ein Schwert geführt hat. Die Falle, in der ihr mich vorgefunden habt, meine Lektion, dass man sich immer im Voraus bezahlen lassen sollte. Lasst mich frei und ich stehe euch mit meinem Schwert so lange zur Verfügung, wie ich euch interessant finde. Haben wir eine Übereinkunft? Nun, was hab ich davon, dass sie mir zur Verfügung steht? Ich mag aber gar nicht noch irgendjemanden hinter mir herlaufen haben. Ich bin eine Klinge. Die gezogen werden. Na gut, machen wir mal die Kiste auf. Wupp! War mit dem Bogen. Endlich frei! Schick aussehen tut sie ja. Lasst uns etwas kaputt machen. Und mal eine andere Art von Umhang. Okay, sie will was kaputt machen. Dann, da unten. Guck mal, da so ein komischer Blutsauger. Die sind sogar nur Level 58. Verschlinger! Sie nagen am Fundament unseres Reiches. So viele habe ich noch nie gesehen. Tessel die Petze? Was will der denn? Hey, ihr da! Weiß ja nicht, wie ihr im Endmorast gelandet seid, aber ich brauche eure Hilfe. Seht ihr die Fackeln? Ich muss darauf achten, dass sie nicht ausgehen. Aber es ist ja nicht so, dass dafür Feuerstein und Zunder reichen. Mein Vorrat an durchfluteten Rubinen wurde von ein paar Verschlingern weggeschleppt, als ich mal nicht aufgepasst habe. Könnt ihr sie finden, bevor wir beide von einem dieser Schrecken gefressen werden? Findet 5 durchflutete Rubine. Da hängt einer, guck. Eskalieren dann die Sachen gar nicht in Schatten landen? Oder erst, wenn man die Story durch hat. Also hier drüben ist nicht allzu viel. Ah ja, komm. Aber wir brauchen ja. Wir sollen ja die Dame hier beeindrucken.
lieber Milve. Und diese Blutzecken in Nazmir, die haben auch so ausgesehen. Ähnlich. Da hinten? Selber der Seelenwache. Da liegt was. Zurückgelassene Seelenwachfackel. Das bringt ihm aber nichts, oder? Der bringt es dem auch als durchfluteter Rubin. Was macht denn die? Beschützt vor den negativen Effekten von Endmorast. Okay. Also das Wässerle, wo wir gerade drin waren, oder? Da hinten könnte einer unserer Kollegen sein. Oh, und noch ein Ra, aber Elite. Ungebetener Wellenfresser, aber das ist nicht der Ra. Was? Oh! Ich will nicht gefressen werden! Huch! Wo sind der jetzt hin? Dann machen wir erstmal die Milbe platt. Wir werden hier sowieso irgendwo hingelockt. So, Verschlingermilbe. Gucken der Rahmen, was ist denn das? Ich wollte eigentlich Endlaurer, doch der Endlaurer. So, töten, der wird gerade angehauen. Vielleicht könnten wir da doch mitmachen. Das, wenn man nicht alleine töten muss. Oh, und Nadia ist glücklich. Meine Klinge. Das hat Spaß gemacht. Ich habe mich seit Jahrhunderten nicht so lebendig gefühlt. An euch ist alles einfach anders und belebend. Ich kann euch weiterhin helfen, bis ihr bereit seid, den Endmorast zu verlassen. Aber dann werden wir uns für eine Weile trennen müssen. Ich muss noch mich um jemanden kümmern, der mich in einen Käfig gesteckt hat. Okay, Marke der Meister, des Meisterduellanten. Ravendreth. Was gab es hier sonst noch? Euren Namen kennen sollte. Ein Endmoraststachel. Meisterschaft. Ziele mit weniger werden gestochen, was ihnen Schattenschaden zufügt. Und euch 100% des Schadens Heilung gewährt. Oh, auch wieder so ein Lied. Da hätten wir, also es wäre sowieso ein Upgrade für den G-Score. Also von dem her packen wir das alles mal hier drauf. Egal, auf, ob. Sinnvoll oder nicht? Die Nebelklinge beehrt uns. Und aus welchem Käfig hat euch unser Schlundgänger hier herausgelassen? Oh, ihr kennt mich. Neue Zeiten, neue Käfige. Ja, Kämmerer. Ich bin da, um dich hier aufzulesen. Graf Denatrius freut sich schon darauf, dass ich euch ihm vorstelle. Jetzt seht ihr den wahren Preis der Animadüre. Sie verwüstet diesen Ort, verschlingt ihn förmlich, sodass sich diese Kreaturen wie eine Plage in unseren Landen ausbreiten. Ich hoffe nur, euer Talent für den Kampf wird eurem Ruf gerecht. Ja, kommt mal mit hier. Die Gerüchte um die Dürre sind sehr überzogen. Wir haben auch schon fast alles zusammen, ne? Wir haben alles zusammen. Aber den Kollegen, den haben wir eigentlich nur angeschossen.
Ich dachte gar nicht, dass wir den gekriegt haben. Da gibt's noch einen Schatz. Auf der Brücke. Mal gucken. Ich würde eher mir denken, unter der Brücke. Oh ja, da steckt was. Eine Glebe. Auch wenn mir jetzt eine Glebe nicht allzu viel bringt. Wird beim Anlegen gebunden, mal zur Abwechslung. Die anderen Sachen waren ja jetzt alle dummerweise immer gleich Seelen gebunden. Wir hier zurück? Oh ne, ich glaube, wir müssen im Graben bleiben erstmal. Ah, endlich frei! Kommt, lasst uns etwas kaputt. Nein, wir haben schon genug kaputt gemacht. Wir sind schon fertig. Irgendetwas. Ihm hier haben wir auch seine Rubine gebracht. Eine Wurzel. Ich will mal ganz deutlich sagen, ich hasse es einfach. Besten Dank. Diese Fackeln halten die Auswirkungen des Endmorasts in Schach. Schrecken sogar die Verschlinger kurzzeitig ab, hält aber nicht lange. Mir fehlt die gute alte Zeit, in der ich mich hier unten nur mit Manifestationen rumschlagen musste. Wir haben etwas freigeschaltet, und zwar ihr könnt Kohlepfannen der Seelenwache aktivieren, um euch und andere vor den negativen Effekten des Endmorasts zu schützen. Sehr schön. Also hier sowas da. Mal gucken, Endmorast Salbe. Wenn ich jetzt hier irgendwie rübergehe. Endmorast schwächt eure Seele. Okay. Dann ist man wahrscheinlich etwas schwächer. Oh, die Kutsche steht ja wieder. So ist fein. Und die Pferdchen hat er auch schon wieder gefunden. Rendel. Folgt euch jemand? Ah, gut, niemand ist gefressen worden. Die Kutsche ist bereit, wenn ihr es seid. Also dann, wenn alle an Bord. Werdet, gehören die schicken Schuhe da mir. Nö. Die schicken Schuhe mit Totenköpfen dran. Dann hoffen wir. Oh Gott, ich habe gedacht, es wird noch mehr. Erlittener Schattenschaden. Okay. Ich hoffe, dass wir jetzt unbehelligt an unserem Ziel ankommen und nicht nochmal Probleme haben. Gebt acht. Draven und seine Lakaien könnten hier noch irgendwo lauern. Was bringt mir das? Draven ist einer der letzten Anführer einer gescheiterten Rebellion. Es gibt treulose Ventür und Steingeborene, die dem Meister die Schuld an der Anima Dürre geben. Reinste Ketzerei. Ja, vielleicht ist da doch was dran. Das erinnert mich jetzt wiederum an die Worgen-Anfangsqueste. Ja, tut man ja auch in so einer Kutsche dann hochfahren zum Schloss, zur Burg. Und da sieht es auch so ein bisschen so aus. Gehen wir zu Fuß weiter. Och, ich möchte nicht noch einmal von einer Klippe geworfen werden. Hm, jetzt hier hoch. Sieht ein bisschen gruselig und unheimlich aus. Na gut. Haltet euch an mich. Also, diese Verschlinger werden bald aus dem Endmorast gekrochen kommen. Um die Animadüre setzt die... Und die Animadüre setzt die Blutsauger ziemlich unter Druck. Tja, auf jeden Fall werden sie uns nicht helfen, bevor es zu spät ist. Wir Gräber könnten die Hilfe von jemandem wie euch gut brauchen. Professionelle Zerstörer sind gefragt. Trefft mich im Gräberwald, wenn ihr es einrichten könnt. Wir träumen ein paar Leute zusammen und werden versuchen, dagegen zu halten. Trefft Rendel im Gräberwald. Die Dürre macht dieses Reich besonders gefährlich. Aber ich glaube, erstmal müssen wir hier vorsprechen. Ich diene dem Da Meister. Kommen wir mit der Kutsche nicht durch. Das ist inakzeptabel. Die steingeborenen Rebellen haben einen Konvoi auf dem Weg zum Zehntherrn angegriffen. Er ist der lokale Ernter, der dieses Viertel kontrolliert. Wir müssen irgendwo durch dieses Chaos kommen. Irgendwie. Die Brücke auf der anderen Seite dieses Konflikts führt nach Dunkelhafen. Der Meister hat dort normalerweise einen Teil seiner Steinlegionstruppen stationiert. Bahnt uns einen Weg, Schlundgängerin. Vernichtet jeden, der uns aufhalten könnte. Wir dürfen Graf Dentarius nicht warten lassen. Tötet fünf steingeborene Rebellen. Vertraut dem Plan des Meisters. Ich diene dem Grafen, dem Meister, Graf Dentarius.
Denatrius. Ich so Denta. Grafzahn. Er war der Erste, müsst ihr wissen. Wir alle wurden später nach seinem Ebenbild neu erschaffen. Das heißt, alle sehen so aus. Denatrius. Es geht dabei nicht um einen einfachen Überfall oder Protest. Die Steingeborenen wollen die Anima von diesem Konvoi stehlen. Dieser Anima 10 sollte zum Meister gebracht werden. Es herrscht eine Dürre und wir können nicht zulassen, dass diese Vagabunden und Schurken unsere schwer verdiente Anima stehlen. Holt den Cent nach Möglichkeit zurück. Dann will ich sehen, was ich für eure Reputation tun kann. Findet den Anima-Kanister. Schenkt den Gerüchten über Rebellion keinen Glauben. Hier, der Winzling, kehrt zurück zu den Arbeitern und sucht euch genug Gräber, hier, um die mit der hässlichen Visage. Ender in Schach zu halten. Ablenkung mit dem Wagen in eine andere Richtung. Sterblicher, wir teilen uns auf, um kein leichtes Ziel zu sein. Versucht nicht zu sterben. Jetzt hab ich dazwischen gequatscht. Okay. Oh, der kann wegschweben. Und wir müssen jetzt hier durch zum Schatz. Und da hinten gibt es noch eine Quest.